Ich glaube schon, dass Bayern den Sieg mehr gebraucht hat, nicht, aber mehr wollte natürlich im Heimspiel. Natürlich wollten wir auch gewinnen, aber ich glaube, wir können mit dem Punkt besser leben als Bayern. Wir hätten heute einen großen Step machen können, das ist uns leider nicht gelungen. Deshalb bin ich, wie anfangs erwähnt, etwas zwiegespalten. Also Leverkusen glücklich und die Bayern zwiegespalten über den Ausgang des Topspiels am gestrigen Abend. Und damit recht herzlich willkommen zu Bild Sport. Und das Folgende haben wir für Sie die nächste Stunde im Gepäck. Wir liefern alle Stimmen und Hintergründe zum Bundesliga-Gipfel zwischen Bayern und Bayer Leverkusen. Zudem sprechen wir über die Torwartfrage beim DFB. Wer wird denn die neue Nummer 1, nachdem Marc-André Ter Stegen monatelang ausfällt und Neuer gesagt hat, dass er nicht zurückkommt? Und wir sprechen natürlich auch ganz groß über den VfB Stuttgart zurück zu alter Stärke. Und dafür verantwortlich ist Fabian Wohlgemuth. Und umso mehr freue ich mich darüber, den VfB-Boss Fabian Wohlgemuth hier bei uns im Studio begrüßen zu dürfen. Hallo. Und unser Chefkolumnist Alfred Draxler ist auch mit dabei. Schönen guten Tag. Ja, Herr Wohlgemuth, gestern ein 2:2 in Wolfsburg, Ausgleich in letzter Sekunde. Ist der Puls mittlerweile wieder auf normal hoch? Naja, die wichtigste Erkenntnis war ja nicht die, dass wir im Grunde nach einem unglücklichen Spielverlauf und nach einer Fehlentscheidung des Schiedsrichters am Ende noch einen Punkt geholt haben, sondern die wichtigste Erkenntnis ist schon die, dass wir nach dem Rückstand in Unterzahl zusammen eine gewisse Gier entwickeln konnten, dass der eine auf den anderen sich verlassen konnte, dass wir nichts hergeschenkt haben und dann einfach in der, glaube ich, 97. Minute der Nachspielzeit eben einfach noch diesen Punkt geholt haben. Und das war einfach ein wichtiger Entwicklungsschritt innerhalb des Jahres, weil zum Start der Saison haben wir schon auch teilweise geführt, teilweise Spielphasen hergeschenkt. Das war gestern schon was ganz anderes und deshalb glaube ich schon, dass wir uns innerhalb von 8, 12 Wochen innerhalb der Saison entwickelt haben und deshalb sind wir sehr froh über den Punkt. Ja, über die Skandalszene und auch den VfB Stuttgart wollen wir natürlich in aller Intensität später auch nochmal sprechen und das Ganze mit dem Mann, der in Stuttgart die Richtung vorgibt. Nach all der Schwere geht's auf die Reise und er ist Stuttgarts Wegweiser, Fabian Wohlgemuth. Bei Wolfsburg leitet er die Jugend zu Meistertiteln. Nach den Stationen Kiel und Paderborn steigt er bei Stuttgart im Sommer vom Sportdirektor zum Sportvorstand auf, wird zum Macher beim VfB. Der geborene Berliner steht maßgeblich für den aktuellen Erfolg, installiert Ausnahmetrainer Sebastian Hoeneß und hat bei den Transfers stets ein goldenes Händchen. Und es scheint, als hätte die Reise gerade erst richtig begonnen. Ja, wir sprechen jetzt aber erstmal intensiv über das Topspiel vom gestrigen Abend zwischen Bayern und Leverkusen. Alfred, wenn man sich die Zahlen mal anschaut, 18:3 Torschüsse für die Bayern. Alonso mit nur 34% Ballbesitz, so wenig wie noch nie, seitdem er da ist. War das für dich so ein bisschen Angsthasenfußball von Alonso gestern Abend? Naja, angekündigt war das ja nicht nur als Topspiel, sondern als Top-Top-Top-Spiel. Und da muss ich sagen, das ist es ja leider nicht geworden. Ich glaube, dass es vor allen Dingen an Bayer Leverkusen lag, die ja sehr defensiv, um auf deine Frage zu kommen, sehr defensiv aufgetreten sind. Und ich finde ja, dass das für einen deutschen Meister so ein bisschen grenzwertig war. Es war überhaupt keine eigene Initiative da. Man hat gemerkt, dass der Respekt vor Bayern München wieder riesig ist und dass man möglichst mit einem Punkt da wegkommen wollte. Ist gelungen, ist auch ein Erfolg für Leverkusen. Trotzdem war ich enttäuscht. Vom deutschen Meister erwarte ich mir ein bisschen mehr. Ja, und Alonso wurde danach auf der Pressekonferenz gefragt, deswegen wollen wir mal reinhören. Der wurde nämlich gefragt, ob er so ein bisschen auch Angst vor dem Company-Fußball hat. Und wir hören mal, was er dazu gesagt hat, was sich unter Company verändert hat. Die Energie, die glaubt, das kann man fühlen. Sie glauben und war nicht nur heute, die haben analysiert die letzten Spiele und sie gehen Vollgas. Mit dem Ball gegen den Ball, so ja, die Energie ist groß, auch gute Mentalität. So ja, war heute sehr, sehr hart. Wir haben so gemacht. Ein Punkt ist, wir können glücklich und zufrieden sein. Aber ja, war ein sehr guter FC Bayern auch. Ja, Alonso zufrieden mit dem Punkt natürlich. Er spricht an, dass die Bayern unter Kompany so ein bisschen mehr wieder
den Glauben an sich selbst haben, die Energie haben, ein bisschen energiegeladener spielen. Haben Sie auch das Gefühl, die Bayern sind ein bisschen energiegeladener? Alonso hat es gerade gesagt, man sieht einfach viel Energie. Man sieht extrem viel Bereitschaft. Die Mannschaft verkörpert das, was auch Kompany als Spieler selbst verkörpert hat. Also da ist schon viel Energie auf die Mannschaft übergegangen. Und deshalb ist der Respekt vor den Bayern aktuell schon sehr groß. Man hat viele Tore geschossen. Gestern hat Leverkusen dann schon auch ein Stück weit zurückgezogen gespielt, sich auf die Abwehrarbeit konzentriert, war aber dennoch taktisch auch ein Stück weit auch ein Stück weit eine Meisterleistung. Denn den Punkt aus München zu entführen, ist schon auch was ganz Besonderes. Aber man muss ja auch sagen, Fußball hat mit Psychologie zu tun. Und letztes Jahr hat Bayer Leverkusen in beiden Spielen gegen Bayern München gezeigt, dass sie Meister werden wollen, dass sie Akzente setzen wollen. Davon war gestern halt nicht viel zu sehen. Das war eigentlich nur eben taktisch, wir wollen einen Punkt. Und ich wiederhole mich da, mir war es ein bisschen zu wenig. Ich hatte auch das Gefühl, die Bayern hatten eher diese Meistergier gestern gezeigt. Wir wollen mal über eine Person noch expliziter sprechen, und zwar über Alexander Pavlovic, der so ein bisschen das Bayern-Mittelfeld in letzter Zeit sehr belebt, vor allem unter Kompany. Und Josua Kimmich, der hat sich über den Bayern-Youngster gestern nach dem Spiel wie folgt geäußert. Er ist ein, unabhängig jetzt vom Fußballerischen, einfach ein super Junge, der kommt jeden Tag zum Training, der will jeden Tag Spaß haben, der will jeden Ball haben, der will kombinieren, der ist ein absoluter Teamplayer, nicht irgendwie ein Egoist, sondern der will den Ball haben, um dem Mitspieler zu helfen, und das macht dann natürlich Spaß. Wir brauchen solche Jungs. Er ist jetzt, glaube ich, 19, 20, will trotzdem im Mittelfeld jeden Ball haben, hat keine Angst irgendwie vor Drucksituationen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass er in dem Alter schon so viel Verantwortung übernimmt. Er heute ein überragendes Tor erzielt und macht Spaß mit ihm. Also Kimmich kommt aus dem Schwärmen über Pavlovic schon gar nicht mehr heraus. Kane hat ihn auch letztens noch mal groß gelobt. Der Youngster ist in München geboren, gilt so ein bisschen auch vielleicht als Identifikationsfigur der Zukunft des FC Bayern. Alfred, ist er für dich vielleicht der neue Bastian Schweinsteiger des FC Bayern? Also ich bin immer vorsichtig, so früh mit solchen Superlativen zu kommen. Man muss warten, in dem Alter entwickelt man sich noch, mal sehen, wie er sich entwickelt. Im Moment deutet alles darauf hin, dass er sich wirklich sehr gut entwickelt. Ja, was natürlich wichtig für den Verein ist, und das war ja die große Sehnsucht, dass wieder mal einer aus dem eigenen Club kommt, wie Schweinsteiger, wie Philipp Lahm damals. Und das ist das, was die Bayern einfach gezwungen sind bei den horrenden Ablösesummen heutzutage, das mal wieder in Angriff zu nehmen. Und auch für das Herz des Fußballfans ist es natürlich schön, wenn einer aus den eigenen Reihen kommt. Und das vereint Pavlovic alles auf sich, und ich würde ihm auch eine ganz, ganz große Karriere zutrauen. Ja, man hat auch das Gefühl, er kommt bei den Bayern-Fans sehr gut an. Aber als Bayern-Fan reibt man sich dann schon manchmal an solchen Abenden die Augen und denkt sich, der FC Bayern hat im Sommer 50 Millionen Euro für Palinha ausgegeben, den Tuchel unbedingt haben wollte. Ich weiß, du kannst es wahrscheinlich nicht mehr hören, aber die Holding Six ging letzte Saison rauf und runter. War das offensichtlich ein Tuchel-Wunschspieler, und Kompany kann ihn eigentlich gar nicht gebrauchen? Ja, warum haben sie ihn dann geholt, wenn Tuchel nicht mehr da ist? Also dann haben sie zu lange an Tuchel geglaubt und zu lange auf ihn gehört. Hätte man vielleicht eher dann die Reißleine ziehen sollen, was ja viele auch erwartet haben oder gefordert haben. Nein, der wird seine Chance kriegen, genauso wie Goretzka. Ich glaube, da ist so viel an Spielen noch vor der Brust bei den Bayern, dass man einen breiten Kader braucht. Und ich nehme an, dass sie alle noch zum Einsatz kommen. Ja, Sie haben ja Franz Kretzig von Bayern ausgeliehen. Vielleicht Palinha würde Ihnen ja auch vielleicht weiterhelfen können. Ja, wir sind ja auf der Position auch ganz gut aufgestellt mit unseren beiden Mittelfeldmotoren, Atakan Karasor und Angelo Stiller. Und sind ja mit der Kaderplanung aktuell ganz zufrieden, aber wer weiß, was im Winter, im Sommer passiert. Mal schauen. Immer offen lassen, finde ich nicht schlecht. Offen ist auch jede Woche die wöchentlich erscheinende BAMS-Kolumne von Walter Maria Straten, nämlich die Lage der Liga. Und da dreht sich natürlich auch vieles um den FC Bayern und auch um Harry Kane. Die Erwartungen an einen Gipfel sind oft so hoch wie die Alpen und fallen am Ende so flach aus wie der berühmte Kotzhügel auf der Wiesen. Der Gipfel Bayern Leverkusen lag so in etwa auf der Mitte. Was sagt uns denn das 1:1? Erkenntnis Nummer 1. Meistertrainer Alonso hat vor den Kompany Bayern viel mehr Bammel als vor den Tuchel Bayern. Denn er stellt auf eine sichere Fünferkette um und seine Elf ganz weit nach hinten zurück. Kaum Torchancen,
und so wenig Ballbesitz wie noch nie unter Alonso. So tritt man nicht als Dominator auf. Erkenntnis Nummer 2. Die Bayern waren in allen Punkten überlegen. Ballbesitz, Zweikämpfe, Torschüsse. Aber, und da kommen wir zur Erkenntnis Nummer 3. Viel Aufwand, wenig Erfolg. Insbesondere bei Harry Kane. Er kam nicht zu einem einzigen Torschuss. Auch das hat er in seiner Bayern-Zeit noch nie erlebt. Was nützen 3 Tore gegen Kiel, wenn er in einem so wichtigen Spiel wie gestern völlig luftleer herumhängt und nicht einmal das Tor findet? Erkenntnis Nummer 4. Leider wenig Glamour bei unseren Fußballjuwelen. Wobei Jamal Musiala noch viel stärker war als Florian Wirtz, der leider irgendwo im Nirgendwo herumschwirrte. Vielleicht ist ja Florian Wirtz etwas nervös wegen der Dauerdiskussion, ob er denn 2025 oder 2026 zu den Bayern kommt. Erkenntnis Nummer 5. Die deutsche Meisterschaft ist noch nicht entschieden. Ja, also deutsche Meisterschaft ist noch nicht entschieden. Aber was raussticht bei der Kolumne von Walter Straten ist ja, er hat erwähnt, Kane gestern ohne Torschuss gegen Bayer Leverkusen. Alfred, ist es für dich einfach kein Mann oder aus deiner Sicht ist es kein Mann für große Spiele? Nein, es war erstmal nicht sein Spiel, weil die Bayern sind ja kaum in den Strafraum gekommen, in den Leverkusener Strafraum. Und da ist für Harry Kane natürlich schwer. Ja, kein Mann für große Spiele. Man muss ja sagen, Harry Kane hat viele Tore geschossen, aber vielleicht in den falschen Spielen. Ich habe ja die 100-Millionen-Transfer von Anfang an etwas kritisch gesehen. Ich glaube, dass die Bayern sich zu sehr bei ihrer Transferpolitik auf Harry Kane versteift haben. Er hat noch keinen Titel gewonnen. Walter Straten hat sich in seiner Kolumne um die Antwort ein bisschen rumgedrückt, ob es jetzt daran liegt oder nicht. Aber große Spiele hat er noch nicht gewonnen. Deswegen auch keinen Titel. Das muss man einfach mal feststellen. Und wir hoffen ja alle, dass es dieses Jahr sich ändert und Bayern möglichst sogar im Champions-League-Finale in München dann wieder dabei ist. Ja, und vor allem, Bayern gibt ja 100 Millionen Euro aus, nicht für Tore von Kane gegen Kiel, gegen Zagreb, sondern genau in diesen Spielen gegen Leverkusen, gegen Real Madrid. Und da blieb er einfach bisher blass. Ja, sag ich ja gerade. Also gegen Kiel oder gegen andere, ohne jetzt jemanden zu nahe treten zu wollen, kann man mit einem vielleicht wesentlich preiswerteren Stürmer auch ein paar Tore schießen und gewinnen. Harry Kane ist einfach auf dem Wege irgendwo eine, ich sage das mit allem Respekt und allem Vorbehalt, eine kleine tragische Figur zu werden. Wenn er wieder keinen Titel holt mit Bayern München, dann ist er sogar eine perfekte tragische Figur. Ja, Herr Wohlgemuth, sind Sie eigentlich, oder freut Sie eigentlich jedes Kane-Tor, weil die Bayern dann nicht nach einem neuen Stürmer suchen? Wie Undorf, der jetzt 4 Spiele in Folge getroffen hat, würde mir einfallen, der wäre ein Ticken günstiger wahrscheinlich als Harry Kane. Na, grundsätzlich freut mich, wenn in der Bundesliga viele Tore geschossen werden, weil umso mehr Zuschauer haben wir. Umso attraktiver wird unser Sport und dass Harry Kane den Weg in die Bundesliga gefunden hat, auch als Torschützenkönig der Premier League, ist was ganz Besonderes und zeigt, wie viel wert die Bundesliga wirklich ist. Aber die Bayern spielen guten Fußball und deswegen jedes Tor von Harry Kane ist auch schön anzusehen. Ja, aber Undorf war ja ein bisschen günstiger. Haben Sie auch aus der Premier League geholt, sozusagen? Ja, aber Harry Kane hat über Jahre nachgewiesen, dass er verlässlich Tore schießt. Und Dennis Undorf ist dann auch erst im Kontext VfB Stuttgart, in dem Umfeld, zu dem geworden, was er jetzt ist. Schießt stabil Tore, fühlt sich bei uns wohl und weist jetzt gerade nach, dass er auch konstant Tore schießen kann. Und um dann auch die gleiche Richtung, in die gleiche Richtung wie Harry Kane zu gehen, fehlen eben auch noch ein paar Türchen. Ja, also Tore zeichnen ihn auf jeden Fall aus, aber man hört ja immer wieder Mitspieler, die von ihm schwärmen, dass er so ein Teamplayer ist, auch nach außen hin vertritt er den VfB Stuttgart, glaube ich, immer wieder sehr, sehr gut. Ist das eigentlich, Dennis Undorf, ist das vielleicht Ihr Thomas Müller, wenn man jetzt den Bayern-Vergleich ziehen möchte? Ja, den Vergleich, den kann man nicht ziehen, weil es trotzdem zwei unterschiedliche Typen sind. Aber er ist in der Kabine sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist, dieser strenge Wechsel, den er an den Tag legt. Diese Professionalität, 2 Minuten vor Anpfiff umschalten zu können, laufen zu können, marschieren zu können. Seine Mitspieler auch zur Bereitschaft zwingen zu können. Und auf der anderen Seite eben, wenn es mal nicht so gut läuft, wenn man mal enttäuscht ist, wenn die Stimmung nicht die allerbeste ist. Wenn es regnet draußen, ist er eben auch in der Lage, Freude auf den Platz zu bringen, die Kabine wach zu küssen. Und er ist einfach ein ehrlicher Typ, er ist ein Geradeaus-Typ. Vielleicht auch ein Typ, der im heutigen Fußball ein Stück weit fehlt. Diese Typen wollen wir erziehen, weil dann haben wir auch ein Stück weit mehr Klarheit. Und natürlich aber am allerwichtigsten ist, dass er auch in dieser Saison am Fließband bis jetzt Tore geschossen hat und schießt. Jetzt hoffen wir, dass das so bleibt.
Ja, wir wollen über den Typen Harry Kane auch nochmal sprechen, denn Vincent Kompany hat sich gestern auch zu seinem Top-Stürmer geäußert und das Ganze im Gespräch mit unserem Bayern-Insider Christian Falk. Bayern war sehr, sehr dominant. Harry Kane hatte nicht einen Schuss aufs Tor. Glaubst du, war das so ein bisschen Taktik der Leverkusener? Man hätte sie offensiv erwartet. Hast du sie offensiv erwartet? Ja, okay. Ja, ich meine, er hat schon 11 Tore geschossen. Ich meine, manchmal bist du derjenige, die die Räume frei macht für die andere, auch wenn das nicht mit Absicht ist, aber nur, weil die anderen einen besonderen Fokus haben auf dich, auf dein Spiel. Aber das hat deswegen auch die Räume gemacht für die anderen Spiele. Und wir haben unsere Chance bekommen, das ist immer wichtig. Und er hat eigentlich eine ganz gute Leistung gebracht heute. Einfach, ja, okay, als Mannschaft haben wir nicht das Extra-Tor gemacht. Letzte Frage, Musiala hat beim Guardian ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, dass er nicht weiß, was passiert. Alle hoffen, dass er verlängert. Es gab Gespräche zur Vertragsverlängerung. Du hast in England gespielt, die Insel scheint ihn immer so ein bisschen zu reizen. Kannst du ihm das vielleicht ausreden? Du hast ja schon alles erlebt dort. Ja, erstmal, das sind Gespräche. Ich war auch Spieler und ich habe ganz viel Respekt für diesen Prozess. Und das sind Gespräche zwischen den Vereinen und zwischen Jamal. Und eigentlich brauchen wir keine externe Leute dazu. Wir machen das als Familie und wir lösen das schön. Aber du hast nicht das Gefühl, dass er sich nicht wohlfühlt und weg möchte? Das sehen sie selbst. Und letztendlich, wie gesagt, die Bayern-Familie muss das handeln und alle anderen müssen schauen. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Und jetzt sprechen wir mit unserem Bayern-Insider Christian Falk vor allem über die Aussagen von Jamal Musiala, der gesagt hat, ich bin offen für alles. Kompany spricht in dem Interview, das du mit ihm geführt hast, schon an. Die Bayern-Familie muss das regeln. Jetzt die Frage an dich. Denkt Jamal Musiala wirklich über einen Wechsel vom FC Bayern vielleicht in die Premier League nach? Nein, wir schauen schon ganz genau. Kompany hat es ja angesprochen. Und deshalb haben wir auch dieses Geheimtreffen enthüllt, das beim Käfer in der Hinterstube stattgefunden hat. Und das war sehr, sehr positiv. Habe ich von beiden Seiten gehört, von der Musiala-Seite auch, wie von der Bayern-Seite. Und es wurde wirklich sehr, sehr konkret über die Zukunft gesprochen. Und es muss Max Eberl vor allem sehr, sehr beeindruckt haben, wie genau sich Musiala mit dem Kader auseinandersetzt, mit der Spielphilosophie, mit der Zukunft des Clubs. Und es würde er nicht machen, wenn er nicht wirklich großes Interesse hätte, dass er dort bleibt. Allerdings, über eins wurde nicht gesprochen, und das war über Geld. Und das wird der nächste Schritt sein. Und da wäre ich vorsichtig und warne auch ein bisschen den FC Bayern, dass man nicht wieder den gleichen Fehler macht, wie es einmal bei Toni Kroos war, wo man den so verärgert hatte mit diesem 6 Millionen Gehaltsangebot. Also er muss jetzt nicht der Spitzenverdiener beim FC Bayern werden, aber was ich gehört habe, eine 2 vor der zweistelligen Millionensumme sollte schon drauf stehen und das dann besser beim ersten Angebot, weil wenn man es einmal verärgert hat, dann ist es wieder schwer, die Kurve zu kriegen, weil am Ende wird man da sowieso landen müssen. Lass uns gemeinsam nochmal auf das Foto des Spieltags schauen. Und zwar im Kabinentrakt haben sich nämlich Jamal Musiala und Florian Wirtz ganz intensiv nach dem Spiel ausgetauscht. Von Bayer Leverkusen wurde das Bild veröffentlicht. Und jetzt die Frage, du hast gerade schon angesprochen, es geht viel um Geld. Ja, aber könnten die Bayern vielleicht auch mit einem Transfer von Florian Wirtz zum FC Bayern die Verhandlungen mit Musiala nochmal nach vorne bringen, wenn sein Kumpel kommt aus Leverkusen? Ja, also ich glaube, das sind solche Details, die ja ganz, ganz wichtig wären bei den Gesprächen. Wer kommt, wer geht? Natürlich mit Florian Wirtz wäre ein Riesenargument da. Er ist ein Zocker, er ist ein Baller und genauso ein Will Musiala. Also er hat sich wahnsinnig gefreut über den Transfer von Michael Olise. Mit dem harmoniert er super, eigentlich so gut wie fast nur mit Thomas Müller zuvor. Und solche Spieler würden natürlich den Anreiz wirklich für ihn heben, dass er da unterschreibt, weil beide haben das Ziel, die Champions League zu gewinnen. Und zusammen sind sie der Überzeugung, sie können es schaffen. Sie schreiben sehr viel miteinander, sie sind im engen Kontakt. Man sieht auf dem Foto, wie sehr sie sich gut verstehen. Und ich sage mal andersrum, ich glaube, eine Verlängerung von Jamal Musiala würde auch für Florian Wirtz den Anreiz extrem erhöhen, zum FC Bayern und eben nicht ins Ausland zu gehen, weil bis zuletzt hatte das Ausland immer ein bisschen die Nase vorn. Aber Jamal Musiala könnte wirklich der Riesenfaktor werden in der Geschichte. Ja, viel Austausch gab es gestern auch zwischen Bayern-Boss Max Eberl und Leverkusen-Boss Fernando Caro. Da gab es sozusagen den Friedensgipfel. Von wem ging das Ganze denn aus eigentlich? Ja, tatsächlich muss man sagen, Max Eberl war derjenige, der auf Caro zukam. Wir haben ja schon mal berichtet in Monaco, da gab es ja wirklich noch ein bisschen Streit bei der Auslosung. Eberl hatte den Handschlag verweigert bei Caro, hat mit dem Finger gedroht, muss man sagen. Und ja, das war dann nicht sehr herzlich. Eberl hat es eingesehen, er ist im
Wir nennen es Aquarium, das ist oben bei den Bayern da, wo die ganzen VIPs sind in der Loge, ist auf Caro zugegangen, hat ihm von sich aus die Hand gegeben. Caro hat die Hand angenommen, hat sich danach auch erklärt, was ihn gestört hat. Beide haben das ausgeredet und damit ist der Frieden jetzt besiegelt. Nach 4 Jahren Zoff endlich jetzt wieder Ruhe drin und schön, dass Eberl die Initiative ergriffen hat und Caro hat sie sehr gerne entgegengenommen. Jetzt noch ganz kurz das Thema Manuel Neuer anreißen. Der hat ja gestern noch mal deutlich klar gemacht, auch wenn Marc-André Ter Stegen verletzt ist, er wird nicht zum DFB zurückkehren. Ist das so ein bisschen, dass er sein Karriereende damit schon vorbereitet oder was hast du für eine Einschätzung? Ja, ich kenne Manuel Neuer ja jetzt über die Jahre schon sehr genau. Deshalb muss man sehr genau hinhören, was er sagt und was er nicht sagt. Und wortwörtlich hat er ja nicht gesagt, dass er nicht mehr zurückkehrt. Er sagt nur im Moment, wenn er anruft, sagt er, dass es gute Torhüter gibt. Die WM 2026 hat er sehr wohl noch im Blick. Er drängt sich jetzt nicht auf, aber wenn dann Bedarf sein sollte, und wir sind ja wirklich 2 Jahre weg, da bin ich mir sicher, das würde er auf jeden Fall machen. Bis 2026 spielen will er definitiv. Und wenn Ter Stegen zurückkommt, dann ist es so, dann wird es da wahrscheinlich auch nicht mehr Diskussionen geben. Aber es ist eine schwere Verletzung und da will sich Neuer die Tür sicherlich nicht zumachen. Ich habe schon gehört, auch bei seinem Rücktritt waren so ein paar Gespräche. Er wollte ja eine Pause machen. Sie haben gesagt, nee, das geht nicht so einfach. Wir können jetzt nicht dich ein Jahr pausieren lassen und dann wieder in den Wettkampf schicken. Aber wenn die Konstellation heute so wäre, bei der WM 2026, dann bin ich mir sicher, da würde Manuel Neuer parat stehen. Vielen lieben Dank, Christian, für deine Einschätzung rund um die Bayern. Danke sehr. Also die Torwartfrage beim DFB, wer ersetzt Marc-André Ter Stegen? Herr Wohlgemuth, wird Ihnen da jemand einfallen, der das vielleicht übernehmen könnte? Naja, zumindest wir heute sehen ihn, erstmal. Wir die, sehen ihn ja schon. Ich glaube, dass da die besten Ideen unser Nationaltrainer Julian Nagelsmann hat. Aber es ist schon so, dass Alex Nübel bei uns einer der Garanten für den Trend, den positiven Trend in der letzten Zeit bei uns beim VfB Stuttgart hat. Er ist Ausgangspunkt unseres stabilen Spielaufbaus. Er spielt im Mannschaftsgefüge inzwischen eine sehr, sehr wichtige Rolle. Er sorgt bei uns ja, für viel Stabilität. Und klar, ich würde es ihm wünschen, ins Tor der Nationalmannschaft zu rücken. Aber die Entscheidung muss natürlich... Aber wenn Sie jetzt entscheiden müssten, wenn Sie ja. Spielen wir das mal durch, wenn Sie jetzt Bundestrainer wären... Dann kann ich die Leistung von Alex Nübel sehr, sehr gut einschätzen und kann mir keine Benchmark für mich entwickeln, weil ich nicht weiß, wie die Konkurrenten in ihren Vereinen gerade performen. Aber natürlich gibt es einen Leno, der in Fulham aktuell einen sehr sicheren und guten Job macht. Rapp ist gerade verletzt. Baumann macht es auch in Hoffenheim sehr gut. Aber ich kann nur sagen, Alex macht es bei uns auch sehr, sehr gut, hätte es verdient. Und wie gesagt, ich würde es ihm wünschen. Alfred, jetzt bist du Bundestrainer. Kriegen wir von dir eine klare Antwort. Wer ist denn die Nummer 1 aktuell dann beim DFB, wenn Marc-André Ter Stegen fehlt? Also im Moment spricht vieles für Nübel. Wenn ich Bundestrainer wäre, würde ich das auch machen. Auch, das Alter spricht auch für ihn. Die Parallelen zu Manuel Neuer sind da auch frappierend. Also beide kommen ja aus Schalke bekanntermaßen. Beide haben sich, ich habe das erlebt, bei Manuel Neuer zumindest, beide haben sich am Anfang ihrer Karriere die Bälle nur so reingeworfen, haben sich dann gesteigert, sind gut geworden, sind Weltklasse geworden und die Parallelen sind so frappierend, dass ich jetzt Nübel das Vertrauen noch schenken würde. Ja, Nübel, das haben wir auch letzte Woche geschrieben, verdient geschätzt so 10 Millionen Euro, 2 Drittel davon übernimmt der FC Bayern, ist ausgeliehen auch bis 2026. Und der FC Bayern hat die Möglichkeit, bis April Alexander Nübel auch zum FC Bayern zurückzuholen. Wenn wir jetzt gerade gehört haben, okay, vielleicht könnte es sein, dass Neuer aufhört. Ist es für Sie denn, Alexander Nübel, ist das einen Nachfolger für Manuel Neuer beim FC Bayern? Trauen Sie ihm das zu? Ich traue ihm das genauso zu. Auch natürlich muss am Ende der FC Bayern beurteilen, auch wie ins Tor der Nationalmannschaft zu rücken. Aber wir sind erstmal in allererster Linie froh, dass Alex bei uns ist und hoffe, dass das auch darüber hinaus, über die Saison hinaus, so bleibt. Ja, Sie haben heute ganz schön viele Trainerjobs. Ne? Erst vom Bundestrainer zum Bayern-Trainer, so schnell geht's. Ja. Alfred, aus deiner Sicht noch für dich Nachfolger von Manuel Neuer beim FC Bayern, Alexander Nübel? Hat er das Potenzial? Ja, und die Namen sind da genannt worden. Wir haben auch noch andere, wie gesagt, Leno oder Baumann. Und wir Deutschen hatten ja mit Torhütern zum Glück beim FC Bayern. Problem. Ach, beim FC Bayern sind genau, als Nachfolger. Ja, da ist ja Nübel gesetzt, glaube ich. Ne? Also denke ich mal, das ist ja... Der Vertrag ist schon mal unterschrieben. Wollte ich sagen, langfristig geplant. Und das wird auch so kommen, da bin ich ganz sicher. Die Frage ist eben nur, wann Manuel Neuer mal das Tor räumt. Es hat ja schon mal ein bisschen Spannungen gegeben mit Nübel, der sich damals bei Bayern schlecht behandelt fühlte.
Aber irgendwann wird auch ein Manuel Neuer das Tor holen müssen. Und dann, glaube ich, ist der Vertrag mit Dübel da, fest. Und dann wird er auch im Tor stehen. Das Gute für uns ist jetzt, wir haben eine kleine Verschnaufspause und für Sie zu Hause auch. Und ich will schon mal etwas Vorfreude schüren, denn die Handball-Bundesliga live bei Welt ab 15 Uhr, Bietigheim gegen Gummersbach, da also unbedingt dranbleiben. Und wir sind gleich wieder zurück und reden natürlich hier auch ganz groß nochmal über den VfB Stuttgart, über Sebastian Hoeneß, über Dennis Undaff und alles, was es zum VfB Stuttgart noch zu bereden gibt. Herzlich willkommen zurück bei Bild Sport. Ja, und wir sehen es hier oben. Es dauert nicht mehr lange, dann ist Anwurf in der Handball-Bundesliga zwischen Bietigheim und Gummersbach. Aber wir bleiben hier in der Fußball-Bundesliga und reden jetzt über den VfB Stuttgart und über die Skandalszene vom Samstagnachmittag. Wir holen Sie gerne mal dazu und sehen das hier. Ja, in grün Maximilian Arnold, in weiß Karasor, und man denkt sich, ja, was sollte da eigentlich rauskommen? Gelb für Arnold, war aber in dieser Situation nicht so. Es gab den gelben Karton für Karasor und deswegen musste der, weil er schon gelb vorgewarnt war, mit gelb-rot vom Platz. Also ein offensichtlicher Irrtum des Schiedsrichters Jablonski, Herr Wohlgemuth. Mhm. Heute Morgen gab es dann vom VfB Stuttgart den Einspruch gegen die gelb-rot-Sperre für nächste Woche. Ja. Na, erstmal ein offensichtlicher Irrtum, den der Schiri dann auch gesehen hat, sich dafür entschuldigt hat, auch bei Atakan Karasor dann auch persönlich entschuldigt hat, der die Entschuldigung angenommen hat. Also erstmal Einsicht. Die Einsicht war da, dass das dann zu einem für uns unglücklichen Spielverlauf geführt hat. Ist natürlich schade, ist auch nicht so einfach für den Schiri in der Dynamik von hinten diese Dinge zu entscheiden, dass dann natürlich auch der Faulende sich im Anschluss verhalten hat, wie der Gefaulte, macht die Entscheidung nicht viel leichter. Und dennoch im Anschluss auch in Unterzahl haben wir alles dafür gegeben, eben noch den Punkt mit nach Hause zu nehmen. Und das ist uns gelungen. Und jetzt im Anschluss muss man sagen, schade ist auch, dass wir dann doppelt darunter leiden müssen. Wir haben in Unterzahl gespielt, jetzt im Anschluss wird ja möglicherweise Atakan Karasor gesperrt. Unser Kapitän fällt dann für das Spiel gegen Hoffenheim aus. Und deshalb sollte man dann schon auch ja, rein moralisch aus Prinzip darüber nachdenken, im Sinne des Fair Play, ob diese Strafe dann auch überhaupt angemessen ist oder angemessen wäre. Und deshalb insgesamt ja, aus Sicht des Schiedsrichters, auch aus Sicht des Kölner Kellers, aus Sicht des VAR, vielleicht ein unglückliches Spiel, weil im Anschluss dann eben auch die rote Karte gezeigt wurde, ja, wo der Gegenspieler im Grunde auch mit einer gewissen Dynamik, mit einer gewissen Intensität von schräg hinten, von hinten den Jamie Leveling foult, berührt ihn dann nur leicht, die rote Karte wird zurückgenommen. Auch das könnte man als Fehlentscheidung dann letztendlich einstufen. Aber dennoch, wir müssen ganz bei uns bleiben. Wir müssen natürlich schauen, auch was wir falsch gemacht haben. Haben unglücklich Gegentore hinnehmen müssen, haben vielleicht vorne zu wenig geschossen. Also müssen schon auch den Fokus, auch mit Blick auf das nächste Spiel gegen Prag, darauf richten, was wir hätten besser machen können. Ja, also Sie sagen, darf ich da ganz kurz, ja, weil Sie zu dem Punkt, weil Sie gerade sagen, aus moralischen Gründen, da sind Sie sehr auf dem diplomatischen Weg hier unterwegs. Ja. Ich glaube, wenn er für dieses Ding gesperrt wird im nächsten Spiel, dann ist das eine riesen Sauerei. So deutlich muss man das sagen, denn jeder sieht, das Foto beweist es, die Wiederholungen im Fernsehen haben es gezeigt und die in Anführungsstrichen Geständnisse des Schiedsrichters sind ja auch da. Krasse Fehlentscheidung. Da darf er nicht gesperrt werden da. Nur, ich bin sicher, also ich fürchte, dass der DFB ihn trotzdem sperren wird, weil Regel ist Regel und Gelb-Rot gibt ein Spielsperre. Regel ist Regel. Nur wenn man Regel ist Regel ist, dann muss diese gelbe Karte zurückgenommen werden und sie muss für Arnold gelten. Und dann wird es aber ganz kompliziert, weil Arnold hatte ja auch schon eine gelbe. Dann müsste der vom Platz gesperrt werden und eher am nächsten Spiel gesperrt werden als der Stuttgarter Spieler. Also diese Szene offenbart das gesamte Dilemma des VAR und diese ganzen Unbillen, die darum inzwischen verbunden sind. Einer, der sich gestern mindestens genauso aufgeregt hat über diese Szene, ist Sebastian Hoeneß. Und den wollen wir gerne mal hören, was er zur Skandalszene vom Samstagnachmittag sagt. Der Austausch mit dem Schiedsrichter war dahingehend
relativ kurz abgehandelt. Er wusste gleich, dass er einen Fehler gemacht hat, hat einen Tick zu schnell reagiert, hat zu vorschnell die gelbe Karte in die Hand genommen. Unser Spieler hat einen dicken Knöchel, weil er dort hart getroffen wurde. Aber ja, es ist ein Fehler, weiß er, wusste er auch relativ schnell, kann nicht zurückgenommen werden. Und diese Diskussion möchte ich jetzt nicht aufmachen. Natürlich wäre der Wunsch da gewesen, dass über die Schiedsrichter, die halt auf dem Platz, um den Platz stehen, da Einfluss genommen wird. Ja, welche Punkte man aber auch nicht vergessen darf bei der ganzen Szene, sind zwei, die mir aufgefallen sind. Mhm. Und zwar Maxi Arnold, einmal in der Art und Weise, wie er fällt. Er trifft den Gegenspieler, wälzt sich dann aber auf den Boden. Und zweitens hätte ja auch zum, also fast schon theatralisch, oder ist es theatralisch, und zweitens, er hätte ja auch zum Schiedsrichter gehen können und sagen können, hey, ich habe den getroffen, so schlimm war es nicht. Gut, da wäre er vom Platz geflogen. Die Fair Play-Nummer muss man erstmal bringen. Wie sehen Sie das? Gutes Verhalten von Maximilian Arnold oder das Verhalten eher zu bemängeln an der Stelle? Ich denke, dass wir auch in der Situation ganz bei uns bleiben müssen. Was der Gegenspieler hätte tun müssen, tun sollen oder nicht tun müssen, das muss er für sich selbst entscheiden. Ich glaube, für uns ist ausschließlich wichtig, dass wir unter der Entscheidung eben doppelt leiden müssen. Und da hoffen wir, dass darüber gesprochen wird. Wir haben Einspruch eingelegt und mal schauen, wie die Gerichtsbarkeit damit umgeht. Ja, Alfred, du lachst schon wieder über die Diplomatität hier. Schon wieder diplomatischer Chor. Aber Alfred, und ich muss das wieder übersetzen. Jetzt, wenn ich sage, wieder auch, was Maxi Arnold da gemacht hat, ist auch eine Riesensauerei. Also er muss ja nicht zum Schiedsrichter gehen und sagen, lieber Schiri, das war falsch, Sie müssen das zurücknehmen und mich vom Platz schmeißen. So weit wollen wir ja nicht gehen. Aber er muss sich doch da nicht am Boden wälzen nach diesem. Es ist im Fußball gang und gäbe und manchmal wird es ja sogar als Cleverness bezeichnet, aber das geht eindeutig zu weit. Und dennoch, wenn der Schiedsrichter die Möglichkeit gehabt hätte, die Regeln sehen das ja nicht vor, nochmal am Bildschirm die Situation neu zu bewerten, dann wäre ihm das auch gefallen. Das ist ja was anderes, aber wir reden jetzt erstmal über den Maxi Arnold und der wälzt sich da auf den Boden, nachdem er das Foul begangen hat, das muss man sich mal vorstellen. Also ich finde das schon ziemlich hart und Herr Diplomat, machen Sie ruhig weiter. Ja, es ist ja wirklich irre, dass der VAR bei einer gelb-roten Karte eben nicht eingreifen kann, bei einer glatt-roten Karte kann er eingreifen. Herr Wohlgemuth, vielleicht die Frage an Sie, wie kriegt man denn solche Szenen jetzt gelöst? Das kann ja nicht sein, dass eine offensichtliche Fehlentscheidung, wir drei stehen hier, der Schiedsrichter steht auch da am Ende, sagt, ja okay, klar, war eine klare Fehlentscheidung, durfte ich aber nicht eingreifen, weil der VAR eben mir nichts sagen dürfte. Wie kriegen wir das in den Griff? Muss man, das haben andere Bundesliga-Funktionäre ja auch schon gefordert, muss man vielleicht eine Challenge einsetzen, damit man solche Probleme gelöst bekommt? Es geht einfach darum, die Regeln entsprechend anzupassen, beziehungsweise Raum für Kommunikation zu geben. Also auf der einen Seite hätte sich ja der VAR, wenn das dann erlaubt gewesen wäre, hätte einschalten können und sagen können, Mensch, guck dir das nochmal an. Aus unserer Sicht, möglicherweise hätte es andersrum entscheiden sollen. Beziehungsweise, wenn der Schiedsrichter sich nicht ganz sicher ist, mal kurz beim VAR nachfragen können, könnt ihr mir ganz kurz, ganz schnell die Situation nochmal beurteilen? Und da müssen wir einfach den Raum für die Kommunikation, wie gesagt, offener gestalten. Die Möglichkeit gab es gestern nicht. Haben Sie einen Lösungsvorschlag? Also eine Challenge ist genau, ja sogar was, dem Schiri wo Sebastian Hoeneß eine Flagge hätte schmeißen können, dann wird sich die Szene angeschaut. Auch aus dem Trainerteam kann man die Situation in der Geschwindigkeit oft nicht ganz genau beurteilen. Aber es gibt ja Videos, die man sich angucken kann. Ja, im Anschluss. Und deshalb sage ich ja, muss die Möglichkeit geben, auch mal beim VAR anzufragen. Vielleicht sich auch ein Stück weit Zeit mehr zu nehmen. Und andersrum muss es eben auch die Möglichkeit geben, dass der VAR in diesen Situationen eingreift. Und das ist eben nicht passiert. Und insofern muss man diese Regel dann aus meiner Sicht eben auch ändern. Alfred, kannst du es nochmal übersetzen, Challenge, ja oder nein? Ja, man muss erst mal sagen, dass ja der VAR oder Videoschiri, wie wir im Volksmund sagen, nicht eingreifen darf bei einer gelben Karte. Das finde ich auch richtig. Denn sonst weil er sonst auch eingreifen muss, wenn ein Einwurf nicht berechtigt war und dann zum Tor führt. Sichtbar wird, dann ja, aber dann müsste er bei jedem Einwurf, der irgendwann zum falschen Tor führt oder jeden Freistoß und so weiter auch eingreifen. Also dann haben wir, glaube ich, eine VAR-Inflation, die auch nicht mehr gut ist.
Du hast das richtige Wort gesagt. Wenn es schon so ist, dass der nicht eingreifen darf und ihm die Hände gebunden sind, dann muss es wenigstens die Möglichkeit geben, dieses Challenge. Das muss man für die Zuschauer vielleicht mal übersetzen. Das heißt, jede Mannschaft hat, man spricht von zweimal in einer Halbzeit oder zweimal in einem Spiel, die Möglichkeit, einen Videobeweis anzufordern. Das gibt es in vielen Sportarten. Die ersten, die es gemacht haben, war der American Football. Also, wie du schon sagst, Dieter Hoeneß hätte dann vielleicht eine Fahne. Nicht Dieter, entschuldige. Sebastian Hoeneß. Dieter hätte es auch, wenn er der Fahnenbeauftragte ist, nächstes, funktioniert das nächstes auch. Nächstes Mal sage ich dann Uli. Ja. Und dann, ja, ne? Also hebt eine Fahne oder irgendwas und dann muss der Videoschiri eingreifen. Das finde ich gut in solchen Situationen. Und ihr hättet ja diesen Challenge auch gestern wahrscheinlich oder ganz sicher sogar in Anspruch genommen. Selbstverständlich. Dann wäre das alles nicht passiert. Weil wir ja auch dann auf der Bank die Möglichkeit haben, das Spiel live und die Zeitlupen auf unserem kleinen Bildschirm mitzuverfolgen haben. Insofern eben auch ein Vorteil gegenüber dem Schiedsrichter. Also heißt, wenn es diese Möglichkeit geben würde, ein, zwei Mal pro Spiel, dann hätten wir das sicherlich gestern auch genutzt. Also der eigene VAR sozusagen. Wir wollen aber nicht nur über diese Skandalszene sprechen, sondern natürlich auch nochmal über das Erfolgsrezept vom neuen VfB Stuttgart. Zurück zu altem Glanz. Der VfB Stuttgart, fünfmaliger deutscher Meister, gehört wieder zur Fußballelite. Das haben alle einfach sowas von verdient. Die Fans verdient, die Stadt verdient. Vor zwei Jahren noch dem Abstieg erst in der Relegation entgangen. Vergangene Saison, Vizemeister und jetzt der Lohn. Champions League, Duelle mit Real, PSG und Juventus. Der Aufschwung weckt Begehrlichkeiten, bietet aber auch neue finanzielle Möglichkeiten. Dennis Undav wird zum teuersten Einkauf der Vereinsgeschichte, knapp 27 Millionen Euro. Die Schwaben mit neuem Selbstverständnis und altem Glanz. Stichwort Selbstverständnis. Ja, sieht man sich in Stuttgart eigentlich oder beim VfB Stuttgart als Vizemeister mittlerweile als Nummer 2 in Deutschland? Undav hat das ja letzte Saison auch mal ganz gut angesprochen, gesagt, die beiden besten Mannschaften sind Leverkusen und Stuttgart. Ja, das ist schon ein Stück weit weg von der Realität. Aktuell jagen wir gerade Heidenheim und Freiburg. Und ich glaube, wir müssen uns dazu zwingen, die Dinge über einen längeren Zeitraum zu betrachten. Vor anderthalb Jahren oder ein Stück weit länger haben wir noch in der Relegation gegen den Hamburger SV gewonnen, waren knapp davor auf dem 18. Tabellenplatz. Und natürlich war es dann auch ein Stück weit ja, eine statistische Anomalie, dann Vizemeister zu werden. Aber jetzt ja, zu denken, dass wir uns in der gleichen Geschwindigkeit im oberen Drittel etablieren, ist illusorisch. Also viele Vereine sind sportlich und auch wirtschaftlich noch meilenweit von uns entfernt. Und da gehört nicht nur Dortmund und Bayern dazu, sondern auch noch weitere Vereine. Von daher ja, müssen wir uns sportlich und wirtschaftlich weiter sammeln, uns entwickeln. Und dann können wir vielleicht ja, mittel- bis langfristig mal darüber nachdenken, auch uns da oben oder oben anzugreifen. Ganz aber oben. Es ist gut, dass Sie Dortmund und Bayern ansprechen. Ja. Freuen Sie sich eigentlich über Dortmund und Bayern-Siege? Ob ich mich über Dortmund und Bayern, also zumindest erstmal nicht gegen uns. Weil, jetzt, warum ich das frage, ist, wenn es nämlich bei Dortmund und Bayern gut läuft, suchen die natürlich keinen neuen Trainer. Wie zum Beispiel einen Ausnahmetrainer à la Sebastian Hoeneß. Ja, also Sebastian hat sich relativ früh schon im Mai dafür entschieden, bei uns was Langfristiges aufzubauen, ohne auch den neuen Kader schon zu kennen. Und ja, da verbindet auch Sebastian und die Stadt und den Verein viel, viel Substanzielles. Er ist, glaube ich, beim VfB U17-Meister geworden, hat einen Großteil seiner Kindheit bei uns verbracht. Und ich glaube auch, dass er stolz ist und auch wie viele andere Mitarbeiter, wie wir auch für den VfB Stuttgart zu arbeiten. Und von daher ist es, glaube ich, viel zu früh, darüber jetzt zu spekulieren. Also gefühlter Schwabe vielleicht schon. Schwaben sind ja dafür bekannt, zu sparen und auf jeden Cent zu achten. Gibt es eigentlich eine Ausstiegsklausel für Sebastian Hoeneß? Naja, sich auf den Fall vorbereiten? Also erstmal zur ersten Frage. Der Sommer war jetzt nicht so sparsam. Das stimmt. Dennoch, wir haben natürlich ein Stück weit auch ausbalanciert, haben auch relativ viel Geld auf den Transfermarkt eingenommen. Und ja, zu Arbeitsverträgen kann ich mich dann jetzt hier nicht in der Öffentlichkeit äußern. Ich kann nur sagen, ich bin sicher, dass er sich bei uns sehr wohl fühlt. Nein.
Wie bitte? Ist aber auch kein Nein. Ja, aber auch kein Ja. Von daher. Und das wird mir für den Moment vielleicht reichen erstmal. Nach unseren Informationen hat er nämlich eine Ausstiegsklausel. Also könnte er gegebenenfalls im nächsten Sommer gehen. Ja, völlig unabhängig von Ausstiegsklauseln. Ich sag's ja gerade, fühlt sich wohl, will mit uns, mit dem Verein, mit der Mannschaft zusammen was aufbauen. Und wozu das dann führt, werden wir sehen. Alfred, was glaubst du, wie lange bleibt Hoeneß noch bei Stuttgart? Oder wie lange kann Stuttgart Hoeneß noch halten? So rum ist die Frage ja eigentlich eher besser aufgebaut. Naja, wir haben ja gerade erst seine Entscheidung, nicht zum FC Bayern zu gehen, hinter uns. Also wenn dieses Angebot wirklich so wie in der Allgemeinheit dargestellt war, hätte er einfach unterschreiben müssen und hat es nicht getan. Deswegen wüsste ich nicht, warum er es beim nächsten Mal tun sollte. War das da, das Angebot? Bitte? War das da? Ich habe ja gerade gesagt, wenn es so ist, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich glaube, bevor man an Sie rantritt, tritt man ja erstmal an den Trainer dran. Mhm. Ich weiß es nicht, aber wenn es so war. Ne? Wissen Sie es vielleicht? Ich kann dazu nichts sagen, weiß auch nicht. Ich auch davon nicht. Aber ich will was anderes sagen. Der VfB Stuttgart ist ja die Hoffnung, die große Hoffnung für alle großen Traditionsvereine, die jetzt gerade so, da gibt es ja viele von, irgendwo im Keller verschwinden, bis in die zweite Liga hinein. Hertha liegt gerade zurück, habe ich gerade gesehen. Und Stuttgart schien ja mal den gleichen dramatischen Weg zu gehen. Sie haben es gerade gesagt, vor 2 Jahren noch Relegation. Und dann ist halt die Hoffnung, dass man mit ein paar wirklich guten Entscheidungen das Schiff wieder mal auf Vordermann bringen kann und wieder auch Fahrt voraus machen kann. Das ist in Stuttgart gelungen mit guten Entscheidungen. Und die wichtigste war eben die Verpflichtung von Sebastian Hoeneß. Ich sage jetzt nicht Dieter, Sebastian Hoeneß. Und ich glaube, dass der Weg noch nicht beendet ist. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass er beim nächsten größeren Angebot gleich den VfB verlassen wird. Frage also gute Entscheidung beim VfB Stuttgart. Ich muss dich ganz kurz unterbrechen, Alfred, weil ich habe noch eine gute Entscheidung. Ja. Und zwar wollen wir Herrn Fabian Wohlgemuth ja nicht entlassen, ohne unsere Rubrik Stimmt oder Stuss. Und zwar ist unsere These, und Sie müssen ganz kurz antworten, Stuttgart holt diese Saison mal wieder einen Titel und das Ganze nach 17 Jahren. Stimmt oder Stuss? Kommt drauf an, in welche Richtung der Titel gehen soll. Aktuell, stimmt oder Stuss? Aktuell sind wir davon weit entfernt. Stuss. Welchen würden Sie sich am ehesten wünschen? Champions League. Also kommt drauf an, wann. Ich sage, wir brauchen noch ein paar Jahre, um uns ums dahin zu entwickeln, aber für mich... Der spannendste Titel ist immer der Deutsche Meister, die Deutsche Meisterschaft. Aber wie gesagt, davon sind wir aktuell weit weg. Vielleicht wissen wir am Ende, oder am Ende der Saison sind wir uns dann sicher, wie es ausgegangen ist. Ich mache für Sie noch eine kurze Ankündigung, und zwar unbedingt dranbleiben, wenn die Sendung hier gleich vorbei ist. Denn Handball geht gleich los, Handball-Bundesliga live aufwärmen. Wir schalten hier live in die Halle, also Bietigheim gegen Gummersbach. Also unbedingt dranbleiben und... Ich sage schon mal vielen lieben Dank fürs Zuschauen und vielen lieben Dank einmal Alfred und natürlich Fabian Wohlgemuth, dass Sie hier waren. Viel Erfolg gegen Prag in der Champions League, gegen Hoffenheim nächste Woche. Und wir sind natürlich gespannt, wie die Gelbsperre um Karasor am Ende dann aussieht nächste Woche. Ob das durchgeht, das Ding. Ja, vielen lieben Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank. Alfred, vielen lieben Dank. Und wie gesagt, dranbleiben, dann geht's mit Handball hier weiter, später auch noch Basketball. Also das Komplettpaket für Sie zu Hause am Sportsonntag bei Welt. Machen Sie es gut. Ciao.